Ja, war eine schöne Tour. Ja. Das muss gut sein. Passt. Macht es gut. Ciao. Servus, wir gehen heute paddeln. Mit denen da. Wen haben wir jetzt da alles? Zuppenkasperei, ein Momo, ein Hans, ein Marato Campo. Ich weiß, warum jetzt das so heißt. Der hat mir dann schon noch erklärt, auch wenn ich das letzte Mal gesagt habe, ich will es nicht wissen. Und jetzt legen wir los. Und wer? Und ich. Gut. Und ich. Am Einstieg sind wir jetzt angekommen. Und jetzt geht's los. Mit unseren Gummienten alle aufblasen. Dann Hans haben wir dazu gezwungen. Ich bin schon gespannt, wie das wird. Jason ist auch schon fleißig am Aufpumpen. Ja. Der Momo auch. Da ist auch noch einer. Jetzt auch Hans, Premiere, Schlauchboot fahren. Ja, also ich sag's immer wieder, ich bin so gespannt, weil ich nicht genau weiß, was auf mich zukommt. Gut, den Fluss, den kenne ich schon, aber so eine Tour machen mit einem Packraft, das ist Neuland. Ja. Schauen wir mal, ob es dich abschmeißt. Ich glaube nicht, aber man weiß auch nie nicht. Ja gut, auf geht's. Ha geil, die Boote. Jason treibt schon. So, der Hans traut sich. Jetzt sage ich immer, wie man es nicht machen soll. Sitzt schon. Ich sitze schon mal. Ja. Ganz gut, ja? Geschwimmt. Genau. Oh, das ist echt gut. So, die Reise kann beginnen. Tiroler Ache 2024. Bis runter nach Marquardtstor. It's Tuesday night, it's 3 a.m. I ought to be asleep. If only I could tell you all about the dreams I keep. Richtig schön, schaut euch mal die Berge immer da mal. Oh, Schwankerl. I wake up every morning and wasted all the day. I turn it all around if I could only hear you say. Geil, wenn man da so zurückschaut, Landschaft. Erste kleine Pause auf einer Sina Sandbank. Da glaube ich, haben wir befreit von Bremsen. Mindestens genauso schön wie der Tag im Winter. Ich glaube, ich kann mir damit leben. Ich glaube, das Wasser gut geht nicht. Jason ist als Kamerakind. Gehst du da mal zum Hans und schaust, bei der mit X-Ball was gekocht wird. Hans, was tust du heute kochen? Bei mir gibt es Bohnen in Tomatensaft. Ja? Lecker! Ja, und ein Stück Semi dazu. Thank you.
Jetzt öffnet sich der Talkessel, jetzt sind wir in Kössen, da steigen auch die meisten ein. Ab da ist jetzt die bekannte Strecke, wo es richtig rund geht am Wochenende. Ja, schauen wir mal, wie viele hunderte Paddler das wir treffen, die die gleiche Idee gehabt haben. Super Wetter, keine Gewitterneigung, was will man mehr? Ja, da vorne ist der Hans, der Mittibit, Decathlon Packkraft, glaube ich rechts drin. Mal schauen, ob er sich ein Virus eingefangen hat, ein Packkraftvirus. Werden wir in ein paar Wochen erleben. Jetzt nähern wir uns der Entenlochklamm. Entenlochklamm, der schönste Abschnitt von dem Ganzen. Man hört schon rauschen. Ja, was haben wir denn da oben? Wie aus einem Schaukelpferd, gell? Ist ja gerade am Wasser. Jetzt kommt der gemütliche Teil, den Entenlochklamm haben wir hinter uns lassen und die ganzen anderen Paddler, wir sind wieder komplett alleine auf dem Fluss. Hat auch was und ist genauso schön. Schaut mal da. Ah halt, da ist der schöne Ausblick. Also meine Herren Kameraden der Berge, wenn ich das so ehrlich sagen muss, gefällt mir die Tiroler Ache mindestens genauso gut wie der Tagliamento. Mindestens. Tagliamento Bavarese. Schaut mal das an, das ist doch... Wow! Da ist doch Fisch, oder? Ja, fahren wir da rechts an, oder? Mama, warum müssen wir schon wieder hinfahren? Kaffeepause. Kaffee, ah, stimmt. Wir haben heute noch keinen Kaffee. Yeah. Treffen wir uns dann im Markwärtssteuer, oder? Ah, gleich ein Suminar schon gerät. Blubber, blubber. Nein, aber das war vorher schon die Krönung. Vater, um 6 Uhr ist sicher, dass ich mein Paddel verkehrt rum. Bei mir gibt es jetzt eine heiße Schokolade. Wenn ihr wissen wollt, warum ich heiße Schokolade mittlerweile trinke, weil ich habe vorher 3-in-1 Kaffee getrunken und da haben immer ein paar so komische Kandidaten immer gesagt, wenn man gerade so eine Flöre trinken kann. Jetzt bin ich auf wasserlöslichen Kakao umgestiegen und da gibt es keine, wo da irgendwelche super Sonder-irgendwas-Maschinen dabei haben. Da redet dann keiner drei, das ist viel besser, das Zeug. Ja, schau. Geht? So, sogar ein Profi hat heute das dabei. Nein. Heiße Schokolade ist auch was Gutes und man schläft auch noch besser.
Schau mal, für was dass der Sicherheitsbrenner vom Übspann alles gut ist. Dazu! Dazu! Den Jason gibt es heute Ringsburger. Ja. Wir können jeden X-Ball. Mein Herz liegt am Palaver. Das ist ja so ein Allround-Boot. Ja, aber so ist echt ein kurzes Boot. Ja. Kurze Pause gemacht und jetzt haben wir einen Bootstausch gemacht. Der Momo fährt wieder mit dem Decathlon-Boot. Ich mit seinem Rebo. Ja, der Jason, der ist jetzt in mein MRS Micro rauf. Ja, was gibt es schöner so in so einer Runde, so eine schöne Packkrafttour zu machen. Landschaft gut, Leute gut, das Essen war gut, heiße Schokolade war gut. Und Bootssehen ist natürlich auch einwandfrei. Wie man sieht, haben wir schon wieder Boot tauscht. Jetzt bin ich im Itiwit, Jason im Rebo und der Momo in meinem MRS Microraft. Und der Hans mag nicht tauschen, der ist früher, hat er gesagt. Genau. Ein Häppchen noch, weißt du? Einer mit dem Dirndl gewandt, was auch vorbeibringt, oder? Vielleicht noch ein Wurstsalat, so ein richtig schöner Sauern. Ausstieg nähert sich. Ja, jeder hat Tränen in die Augen. War mega geil. Also das Stückel jetzt da runter. Vom normalen Ausstieg in Ding hinten. Wie hat es glaube ich da? In Schlehing. Bis da her jetzt auf Marktplatz Stor. Wirklich super schön und auch für alle Anfänger geeignet. Also macht das bitte schon. Das ist nur mal eine Stunde länger, aber wirklich schön. So, das ist jetzt unsere Ausstiegssandbank. Kurz dahinter kommt dann das Wehr vom Marquardt-Stor. Da ist eh dann Schluss. Ziel erreicht. Gleich dahinter steht unser Auto. Finito. So, den Momo haben wir heimgeschickt, der hat uns zu viel gestungen. Der ist mit Trockenanzug gefahren, der ist in seinem eigenen Schweiß, war der heute gebadet. Deswegen wollte er jetzt fahren wir nicht mehr mit zum Wirt. Aber wir haben es uns jetzt gut gelassen. Genau, haben noch einen leckeren Kuchen gegessen. Genau, noch einen Kaffee und was noch? Hunger. Also. Weißbier. Einfach den Tag genossen. Genau. Super war's, oder? Ja, war eine schöne Tour. Ja. Lass uns gut sein. Passt. Macht es gut. Ciao.